Das Wort hat der Kollege Herbert Behrens von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Eindruck, schon bevor überhaupt die erste Sitzung der Enquete stattgefunden hat, wird bereits parteipolitisch werden schon die ersten Maßnahmen zur parteipolitischen Profilierung gemacht. Und es spiegelt sich wieder in dem einen Punkt, wie mit diesem Antrag umgegangen worden ist. Dieser Antrag wird von vier Fraktionen dieses Hauses eingebracht, nämlich von der CDU, CSU, von der SPD, der FDP und den Grünen. Man hat es nicht für nötig befunden, trotz aller breiten Konsensbeschwörungen eben in den Einführungen, trotz der Partizipation als Grundlage für diesen Auftrag oder die Community einbeziehen. Man hat es nicht für notwendig erachtet, auch die fünfte Fraktion hier im Hause mit einzubeziehen, um wirklich diesen breiten Konsens von vornherein zu demonstrieren. Zwei Bemerkungen zur inhaltlichen, zur inhaltlichen Herangehensweise an die Enquete. Die Linke steht der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Wir stehen dabei an der Seite der Nutzerinnen und Nutzer. Vielleicht ist das der Grund, dass man sich da etwas spröde uns gegenüber bewegt. Viele der Nutzerinnen und Nutzer werden uns zurzeit über Livestream zuhören oder unsere Beiträge über Netzpolitik.org oder auch im Twitter-Feed nachvollziehen und zuhören, was wir dazu zu sagen haben. Uns geht es zudem in dieser Kommission, in dieser Mitarbeit um ein modernes Urheberrecht, um einen verbesserten Datenschutz und uns geht es insbesondere auch um die Transparenz, die hier viel beschworen wird, aber offenbar nicht so alltäglich zu sein scheint. Es geht um demokratische Teilhabe im Netz. Es ist für uns selbstverständlich, dass niemand unserer Meinung sein muss. Wir akzeptieren abweichende Einschätzungen und auch Positionen. Wir kämpfen aber mit der Kraft des Arguments für unsere Positionen und hören dabei auf die klugen Ratschläge aus der Netzwelt von Profis und auch den Gelegenheitsnutzern aus dem Netz. Sie, werte Abgeordnete von CDU, CSU, von SPD, FDP und Grünen, haben die Anzahl der Sitze in der Enquete-Kommission erweitert. Alle Fraktionen haben mehr Sitze bekommen, alle außer der Linken. Sie verweigern sich den einfachsten demokratischen Spielregeln, ist mein Eindruck. Sie wollen uns nicht einmal auf Ihrem Antrag zur Einsetzung der Kommission haben. Das ist eine ziemlich kleinkarierte Entscheidung von Ihnen und auch keine schlaue. Es geht darum, sehr, sehr sorgfältig zu arbeiten, den Expertinnen und Experten zuzuhören, Argumente abzuwägen, bestehende Gesetze auf den Prüfstand zu stellen und über den Tellerrand des Parlaments und über den Tellerrand der eigenen Erfahrungen auch hinauszusehen. Jeder von uns kann lernen, jeder von uns muss lernen, da ist eine Politik der Ausgrenzung hier fehl am Platze. Es ist ein Fehlstart der Kommission. Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, nehmen wir sie einfach mal ernst, die Nutzerinnen und Nutzer. Die Online-Unternehmer, diejenigen, die Abmahnungen im Briefkasten haben, diejenigen, die nicht wissen, wie sie ihr Forum rechtssicher gestalten müssen, diejenigen, die diese Gesellschaft von einer analogen in die digitale überführen wollen, die Nerds, die Hacker, die Strategen und die vielen unbezahlten und aus Leidenschaft handelnden Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker. Und mit Letzteren sind nicht jene gemeint, die sich hier im Bundestag als solche bezeichnen, sondern es sind die Wirklichen, es sind die Echten, es sind die Betreiber von Nutzer und Nutzer von Blogs, von Websites, die Nachrichten generieren, Informationen über WikiLeaks transparent machen, diskutieren und sich kontroverse Debatten liefern. Die Linke begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung. Es ist ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zu seiner Abschaffung. Alles und ständig im Netz zu überwachen, halten wir für unvereinbar mit dem Grundgesetz. Wir halten auch es für einen notwendigen Schutz der Nutzerinnen und Nutzer, dieses Abschöpfen von Daten zu verhindern. Je stärker unser Leben digital geprägt wird, je mehr Daten gespeichert werden, desto mehr muss auch der Gesetzgeber darauf achten, die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Linke ist nicht nur gegen eine Aufweichung des Datenschutzes, sondern auch gegen den bestehenden Status quo der Schutzqualität. Wir brauchen mehr Datenschutz, wir brauchen qualitativ höheren Datenschutz, und zwar der auf die neue Netzgeneration auch passt. Wir werden in der Enquete-Kommission zentrale Aspekte einer digitalen Gesellschaft bearbeiten. Dazu gehört eben dieser neue Datenschutz, die neue Qualität von Datenschutz, neue Formen politischer Beteiligung im Netz,
sowie Fragen der Zugänglichkeit von Wissen und digitalen Ressourcen. Dazu gehört insbesondere auch die Arbeitsbedingungen der dort im Netz Agierenden. Mit der Digitalisierung verändern sich ganze Branchen, klassische Wirtschaftsbereiche kämpfen ums Überleben, neue entstehen. Der Linken ist es dabei besonders wichtig, die neuen Beschäftigungsverhältnisse zu reflektieren, sittenwidrige Total-Buyout-Verträge für Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, neue Formen gemeinsamer Arbeit in Wikis und Clouds, soziale Standards in der Informationsgesellschaft und eine bessere kollektive Absicherung der Beschäftigten müssen auf den Tisch. In der Kommission der Enquete werden wir dieses Thema auf den Tisch legen und gründlich diskutieren wollen. Im Antrag, da kommen wir sicherlich auch in der Diskussion im Internet dazu, dass wir auch den Begriff der Clouds, der Ihnen heute noch nicht bekannt ist, dann auch aufzuklären. Im Antrag, der heute beraten wird, haben sich die Antragsteller geweigert, diesen Komplex aufzunehmen, wo es um Arbeitsplätze, um Arbeitsbedingungen und um die Verbesserung des Datenschutzes geht. Auch das ist ziemlich peinlich für Sie, meine Damen und Herren, von den antragstellenden Parteien. Die Linke setzt sich ein für ein modernes Urheberrecht. Die Regelungen, die wir haben, taugen nicht für diese digitale Welt. Es funktioniert nicht, einfach die analogen Vorschriften zu überkopieren und dann zu übertragen und zu sagen, damit haben wir es schon gemacht, jetzt sind wir in der digitalen Welt angekommen. Das Urheberrecht ist aus dem Lot geraten, es verliert an Akzeptanz. Da müssen wir uns dagegen wehren, dass dieses Urheberrecht dann auch zulasten der Urheber dann umgesetzt werden kann bzw. missbraucht werden kann. Wir müssen sicherstellen, dass Urheber abgesichert werden und wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer gesetzlich garantierte Freiheiten haben. Meine Damen und Herren, zum Ende der Enquete-Kommission wird es einen Bericht mit Hunderten von Seiten geben. Die wenigsten von Ihnen werden diesen lesen. Lassen Sie uns deswegen parallel die Kommunikationsmöglichkeiten nutzen. Das ist schon angesprochen worden. Wir brauchen wirklich diese Transparenz. Wir brauchen aber insbesondere auch die Expertinnen und Experten und die Nutzerinnen und Nutzer. Wir wollen eine aktive Begleitung der Netzwelt in dieser Kommission, nicht nur als Konsumenten, sondern als Akteure seitens der Nutzerinnen und Nutzer. Wir brauchen deren Kommentare und Kritik. Und es geht einzig und allein darum, Antworten zu finden, wie das Netz der Zukunft gestaltet werden soll, welche Leitplanken wir brauchen, welche heute schon nicht mehr taugen. Die Linke stellt die Nutzerinnen und Nutzer in den Vordergrund. Für Sie gehen wir in die Kommission. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat